Braucht doch nicht jeder ein Funkgerät, oder? Hallo? Kleiner Tipp noch am Rande, nehmen Sie nicht zu viel Geld mit. Sollten Sie sterben, liegt es dann natürlich auf der Straße herum. Wer sollte uns denn bitte töten? Wir sind doch unschuldige Zivilisten. Niemand. Gar keine Frage, natürlich. Aber mir ist es selber passiert bei der Führerscheinprüfung. Als Zivilist bin ich leider verunglückt, sagen wir mal so. Und dann waren die ersten 7.500 weg. Ich hab, ja, das ist sehr ärgerlich. Das ist sehr ärgerlich. Okay, dann strengen wir uns an, dass wir nicht sterben. Oder halt bald unser Geld hier. Okay, ich gebe gerade was zum Anziehen auf. Oben rechts kommt dann irgendwann eine Nachricht, dass sie sterben sollen, weil sie dann wieder gespawnt werden. Und dafür dran sollten sie... Ja. Fahren sie also weiter, dann sterben sie dabei. Okay. Ah, okay, gut. Eine Frage noch. Ihr Kollege hat uns gerade Funkgeräte gezeigt. Handy, ist es? Ist das Funkgerät? Ja, genau, richtig. Achso, okay. Na, dann ist alles gut. So. Und was ist mit dem Handy, das wir am Anfang an schon bekommen? Guten Tag. Oh. Ist auch ein Funkgerät. Hilfe! Manne, Che Guevara, können Sie da weiterhelfen? Was ist los? Gab's noch mal eine Frage wegen dem Funkgerät bzw. dem Handy? ADAC-mäßig hatte Julian eine Frage gehabt, und zwar ist folgende, das läuft so ab. Du hast dann im Z-Menü die Möglichkeit über dein Telefon, sofern dein Akku voll ist, einen Notruf abzusetzen an den ADAC. Mhm. Dann kriege ich dir eine Nachricht, also der ADAC kriegt dann eine Nachricht, eine Meldung mit deinem Marker auf der Karte. Ja, okay. Dann fährt er dorthin. Entferne dich dann bitte nicht zu weit von dem Ort. Ja, okay. Alles klar, gut. Im Kurs AFK komme gleich vielleicht noch wieder. Okay. Alles klar. Also der ADAC kommt vielleicht wieder. Okay. Ich hab Leute. Ja. User left your channel. Wie wär's mit Auto? Auto. Ich würde sagen, erst mal Führerschein machen, bevor wir Auto kaufen, ne? Oh, stimmt. Nee, hier vorne. So, aber wo machen wir Führerschein? Hier. Warte, wo bekommen wir? Lass uns zuerst Sachen kaufen gehen, Klamotten und so. Kann man noch nicht mal auf Level. Sens am PKW-Führerschein, oder? Ja, aber soll ich meine... Ich lebe gleich nur... Gleich geht es los, du wirst gleich direkt ins Fahrzeug gesetzt, du musst sofort anfangen, oh. Hä? Was muss ich machen? Du hast genau 4 Minuten 20 Sekunden Zeit. Ich habe einfach draufgeklickt, ich weiß gar nicht, was passiert jetzt. Was habt ihr gemacht? Was habt ihr gemacht? PKW-Führerschein. Oh. In der Fahrerprüfung, sittet Fahrt, dann passiert gar nichts. Okay. Also, was ihr bei habt, bleibt euch völlig erhalten. Ach ja, weil okay. Uns wird gerade Angst gemacht. Ich hab eine Frage, und zwar... Ich habe gerade aus Versehen an diesem alten Mann, also diesem alten Händler da hinten, meine Klamotten verkauft. der verkauft bei mir irgendwie nichts. Gut, okay. Wie viel Geld ist auf dem Konto? 20. Ne, 25. Genau. Herr Michael, Herr... Hebt ihr mal ein bisschen was ab? Oder oh, Fisch. Ja alle drei ab, oh, Fisch. Oh, Fisch. Wir machen einen Führerschein. Aber achso, warte. Macht ihr alle gerade. Ich habe irgendwie verkackt. Wie hat das funktioniert? Wir müssen Ausrüstung kaufen. Die auch verkackt. Warum? Keine Ahnung. Nein, das ist das Führerschein, damit wir Geld sammeln. Die auch verkackt. Es geht gleich los. Du wirst gleich ins Auto, ins Fahrzeug gesetzt und musst sofort anfangen. Wie das funktioniert? Ich habe irgendwie verkackt. Warum? Warte, was? Was muss ich machen? Fuck, hätte ich das gelesen! Wow!
Der ist aus der Autoprüfung gekommen. Holy shit! Hallo? Ich hab ne... Also erstmal... Ich glaube, du hast immer eine Klamotten verkauft. Jetzt mal bitte Ruhe hier. Ja? Ich muss jetzt wissen, willst du für Klamotten ausgeben? Für deine An... Einfach nur für deinen Anzug. Nein. Keine Ahnung, maximal 1000, wenn du wirklich viel einkaufst. Nein, nein, die sind richtig billig hier, die Klamotten, also da braucht euch keine Sorgen. Wenn du kriegst für 50. So, welchen Stil hättet ihr denn gerne? Also schwarz. Anzugträger. Anzugträger, okay, das ist jetzt für den Nackten hier, ja? Hey. Für den schwarzen Nacken, ja. Hey, du brauchst den schwarzen Anzug. Ich kann nichts sagen, aber bei mir ist irgendwie das Neck gepackt. Die ist kalt, ne? Sanitäter, eine Frage. Irgendwie schaffe ich die Führerscheinprüfung nicht. Ich bin zu schlecht dafür. Können Sie mir so nicht den Tipp geben? Ist der Herr Ofisch hier? Ja. Ah, hier ist er. Okay, der mit der Führerscheinprüfung. Einmal, ach scheiße, jetzt folgst du mir auch. Einmal ja? Hier hinten mit dem zum Hut. Ja. Also... Und wie sieht aus? Was kriegst du jetzt von mir dafür? Oder weswegen 200. Nicht? Also, ich, okay, jetzt die Frage, wie geht das? Jetzt war kein Roleplay. Ja. Ich spawn rein, dann sind diese Pfeile, ich fahr auf den Pfeil zu, der bleibt gut. Dann sind auch genau, das ist, übrigens, nicht auf den direkt links einlenken und langsam links kurven. Der grüne Pfeil ist das Ziel. Diese blöden Nachtgeräte. Ach so. Wenn man zu ich und der Herr... Ist da was angekommen? Seid ihr? Der Name vergessen. Wer warst du nochmal? Ja, angekommen, Che Guevara. Wo muss ich dann langfahren, wenn ich... einfach den User joined your channel. Wenn man jedenfalls links fährt, und der Herr Che haben ja diese wunderbare Buchstabe von roten Pfeilen einfach den folgen. 80 Grad. So, okay, das ist alles. Also Leute, wir machen jetzt hier gerade die Führerscheinprüfung. Ich weiß nicht, ob man hier jetzt auf Geschwindigkeit achten muss. Okay, da wurde ich geblitzt. Boah! Okay, irgendwas rustikal. Oh mein Gott, in 20 Sekunden werde ich jemanden... Das zweite Mal durchgeflogen. Komm mal mit, Steffen. 150. Fick dich doch, ey. Ich glaube, ich habe es schon gegeben, oder? Hast du schon. Ich habe eine Frage. Ja, bitte. Also ich habe bislang zweimal Führerscheinprüfung bezahlt. Ja. Und habe jetzt nur noch 9000. Ja. So? Ach ja, ich habe eine Frage zur Führerscheinprüfung. Mhm.
erstmal der Kollege. Ja. Bist du durchgefallen oder was? Ja, also nee, das ist nicht mein Problem, sondern ich habe ja zweimal sozusagen 1500 bezahlt. Ja. Und ich habe jetzt aber nur noch 9000 auf meiner Bank. Also was hast du in der Tasche? 1500. Das sind insgesamt bei mir 4500. 9000 sind, was hast du mit dem anderen Geld gemacht? Ja, das ist die Frage, kann man irgendwie Leute hacken, oder? Denke ich nicht, nee. Niedergeschlagen irgendwann? Bitte? Bist du irgendwie mal niedergeschlagen jetzt hier auf der Serverperiode? Nein, noch gar nicht. Ich habe nur jetzt gerade zweimal die Führerscheinprüfung gemacht. Warte mal, ich hol dir mal gerade was zum Anziehen. Ja, also nur der große Rucksack, ein Tausender und dann halt die Klamotten muss ich da ungefähr haben. Oh, ich bin nervös. Wie gesagt, ich habe nur noch 9000. Ja, also können wir aber was verkaufen. Gut, dann fange ich bei dir an. Also du willst einen Rucksack haben und was für Kleidung ungefähr? Was können sie dann anbieten? Herr Office? Also, oh, Herr Office ist weg. Guck dir deine Kollegen an. Wir haben einen Anzug, wir haben sowas hier, was der hier hat, der Vogel. Wer ist denn mit so einer Art Kabel? Was? Was hab ich denn falsch gemacht? Wurdest du... Also sorry Leute, wenn es gerade ein bisschen ruhig ist, muss mich hier konzentrieren. Nicht, dass ich ein drittes Mal durchfliege. Ja. Weil ich will hier nicht wieder Geld zahlen. Wo steht denn hier der Blitzer? Ach Gott, da! Ach Gott! Alles klar. Kann man blinken? Keine Ahnung. Das heißt sozusagen, wenn man geblitzt wird, ist man durchgefallen. Alter Schwede, das ist ja... Leute, das ist richtig gut gemacht, finde ich. Das ist richtig gut gemacht. Jetzt muss ich da an dem grünen Punkt halten. Ah, das ist klar. Was ich noch weiß, X ist Handbremse. So. Ganz ruhig. Oh Gott! Du joinst. Ah, Leute! Juli? Leute! Juli, bist du auch wieder gestorben?
Nein, ich hab das... Ich hab nach dem dritten Mal die Führerscheinprüfung bestanden. Du darfst nicht geblitzt werden. Hab ich das nicht vorher gesagt gehabt? Hey, aber ich bin da irgendwie mit so 100 Sachen durchgeraten. Ich hab doch extra gesagt, dass ich euch Geschwindigkeitsbegrenzungen... Warte, wer ist kurz vor der ist eben steht der Blitzer verreckt? Was ist der der Herr Ofisch. Michael. Ja? Michael, wo ist Michael? Nicht Michael Ofisch. Okay. Ich gehe hier der Team. Drehe die Meckklatze. Und fahre die Strecke zurück. Sind Sie... Sind Sie eben zu schnell gefahren? Das kann sein. Hab ich nicht auf Details geachtet. Okay, gut, das werde ich dann jetzt machen. Nein, das ist der Fall für nicht. Okay, dann ist dann übergebe ich das an den Frank. Jetzt oh, Herr Big Mac! Jetzt der Naki Daimer bitte hier zum Aufkommen. Wer ich? Ich bin Herr Big Mac. Hast du schon Klamotten? Ihre Führerschein? Nein, aber wie gesagt, ich hab jetzt fünf. Warum hab ich. Ich hab nur noch 5000. Also nur 1000er kostet der große Rucksack. Mhm. 300, etwa höchstens 90. Klamotten müssen wir dann halt sehen. Wenn wann möchtest du denn haben? Anzug, willst du was Legere, was Robustes? Keine Ahnung, ob ich geblitzt wurde. Ich bin einfach gestorben. Nee, was Legeres. Was Legeres, also okay, so mit Outdoor-Jacke und sowas. Halt. Ja, ist okay? Ja, genau sowas. Okay. Aber nicht, dass es zu viel kostet. Oh. Und dann einfach den Pfeilen folgen. War, kam ja. Eben aufpassen, eine... dann okay. Und dann an der Kiesgrube eine Drehung machen und ganz normal wieder zurückfahren zum okay. Anfangspunkt. Was ist die Höchstgeschwindigkeit? Also wir haben in Australien etwas abgeändert. Also in Australien hat ja offiziell 60 km/h in den Städten. Ja. Außer es ist gekennzeichnet und das ist es ja, da muss man drauf achten. Da geht es glaube ich auf 50 km/h. Der Stil? Achso. Gibt's noch was mit mehr Lichter? Ja. Okay. Aber dann immer vorsichtig fahren, weil Beschädigung des Fahrzeugs. Also, was weiß ich, gibt es eine Lederjacke oder so? Das ist ein Hemd. Ja. Krempeltes Hemd. Okay. Ja, ich probier's nochmal, danke vielmals. Aber so eine Lederjacke gibt es nicht. Es gibt diese Hunterjacke, ja, also diesen Hunter-Style. Nee. So ein Mikrofon schon um die Jacke hängt wird altes Miller-Zeug. Nee, dann nehme ich das. Nee, dann sind das insgesamt 1150. Mit dem Rucksack? Mit dem Rucksack zusammen, ja. Muss ich da jetzt erst zur Bank gehen? Wie benutzt man so einen GPS-Track? Chi Guevara? Genau. Das, ich hatte das auch gerade, Nino. Ich muss erst Geld holen. Ja, wir sind auch perfekt in der Spur gefahren. Mann. Ich habe jetzt nochmal die Führerscheinprüfung versucht. warte mal, ich will hier gerade was machen. Ja, okay. Geh mal kurz. Gehen Sie mal bitte kurz weg. Hilfe! So, okay. 1250. Das verarscht mich. An Zue Guevara. Okay. Alles klar. Bin ich, ja, der andere. Der? War ein Leichtschlag reingeladen, aber da kann ich nicht mehr rausholen. Ah, und da ist dann die... Ah, okay. Das ist der erste Rausschmeißen, glaube ich, oder so, genau. Kann sein, dass der erst rausschmeißen muss und dann vom Boden aufheben muss. Nee, der ist in diesem Rucksack drin. Ja, genau. Ich bin der Herr Big Tasty. So, Big Tasty, können Sie mal kurz zwei Minuten sprechen? Können Sie mal bitte mitkommen? Ah, kein Problem. Müssen Sie, okay. Sie der Herr Big machen wir uns auf den Weg. Ich kann das nicht auswählen. Herr Big Mac, oder? Musst du auf den Rucksack rufen. Ja. Hab ich und dann versuche ich das da reinzuziehen und das geht nicht. Jetzt liegt's auf dem Boden. Und so funktioniert es auch mit Funkgerät und GPS und sowas alles. Ah, und mit... Du kriegst halt gekauft und das landet in deinem Rucksack. Ah. Guck, ich mache jetzt so, zack, geh auf meinen Rucksack, wo ist meine Klamotte, da ist meine Klamotte, zack. Aha. Ein GPS. Oh, okay. Ein
Tracker, zack, zack. Aha. Ein Kompass, zack, zack. Mein Gerät, zack, zack. Okay. Eine Karte, zack, zack, so. Ah, okay, alles klar. Ich bin voll ausgerüstet. Guten Abend, dürfte ich einmal ganz kurz stören? Ja. Ich möchte von Ihnen einmal, das ist eine Personenkontrolle auf folgendem Maßen, und zwar, sind Sie der Herr Julian McGrab? Ganz genau. Ich habe einmal nochmal Ihren Ausweis, bitte. Hier, bitteschön. Okay, Sie haben den PKW-Führerschein bestanden. Jawohl. Eine Frage dazu. Erstmal herzlichen Glückwunsch, aber ich könnte auch sagen, tja, PP, aber ich sage es nicht. Sind Sie zweimal geblitzt worden, Herr Grab? Nein, ja doch, sind wir nicht. Okay, passen Sie auf, wir machen folgendermaßen. Dadurch, dass Sie ehrlich sind, werde ich sagen, ich nehme Sie von der Fahndungsliste runter, weil 99% aller Fälle passiert das hier auf Australien. Sie sind zweimal fahren ohne Führerschein, ist ja klar, Sie haben zu diesem Zeitpunkt ja keinen. Und aufgrund dessen stehen die bei uns auf der Fahndungsliste. Okay. Mit 6.000 drauf wären Sie mit 500 einverstanden. Soweit ich mitbekommen habe, habe ich die Strafzettel schon bezahlt. Wen? Ja. Hm? Ich weiß es nicht, weil ich habe nur noch 4.000 auf meiner Bank. Das automatisch, das ist einmal der Strafzettel an sich durch das Blitzen, das ist vollkommen richtig. Ja. Die Gelder gehen natürlich direkt vom Konto ab, aber das ist ja eine Straftat. Eine Straftat, die Sie begangen haben. Sie sind ja ohne Führerschein letztendlich gefahren. Okay. Obwohl Sie in der Prüfung sind. Aber wie gesagt, 6.000 stehen Sie hier drauf und mit 500 könnten wir beide Tickets erledigen. Wir könnten es auch anderweitig machen bei der Fahrt und sagen, ich entziehe Ihnen den Führerschein, weil Sie ohne Führerschein gefahren sind. Oh. Aber ich würde aber kommen lassen. Ja, dann wäre ich damit einverstanden. Okay. Das finde ich doch in Ordnung. Wenn Emma bitte bezahlen, das obligatorische Fessel? Ja, können Sie einmal ganz kurz, ich muss Sie einmal dafür festnehmen. Ach, immer noch. Ah, anders geht es leider nicht, weil sonst können wir leider nicht einen Strafzettel aufstellen. Okay. Aber es tut hoffentlich nicht weh an der Hand. So, jetzt bitte einmal bezahlen, bestätigen. Jawohl. Ja, geschafft. Sehr schön, ich bedanke mich. Mal ganz... Zu jeder Zeit selber können Sie... ist jetzt bestimmt auch auf der Fahrungsliste. In die Wanted-Liste gucken. Die Wanted-Liste gucken und sehen, ob sie selber draufstehen und können dann auch bei der Polizei so einiges erklären. Jawohl. Ich lasse mal wieder frei. Ja, Frank melden. Aber Polizei ist da vorne. Weiterhin, also schön aufgehalten und immer schön vorsichtig fahren. Hier sind so einige Blitzer, okay? Alles klar. Bloß kann ich Sie nur ganz kurz was fragen? Aber sehr gerne. Vielleicht können wir kurz ein bisschen weggehen. Frank, hier ist noch ein Fall jetzt.